Als Value-Investoren schauen wir natürlich auf die großen Giganten des Marktes aus der Vergangenheit und möchten von denen lernen. Und einer der Schüler von Benjamin Graham ist nicht nur Warren Buffett, sondern auch der bekannte Sir John Templeton. Der Gründer der Templeton-Fonds, die zu seiner Lebzeit hervorragende Renditen machten und vielleicht nicht mehr ganz auf das Niveau kamen, wie sie damals waren, aber natürlich immer noch ein wichtiger Name in der Branche sind. Sir John Templeton hat uns nicht nur wertvolle Tipps und einfache Möglichkeiten gegeben, den Markt zu schlagen, sondern das Ganze dann auch ein bisschen psychologisch hinterfragt und gezeigt, wie Mut und Stärke einen zum besseren Investor machen. Und deswegen möchte ich heute die Lehren, die er mitgegeben hat, in diesem Video zusammenfassen mit ein paar Zitaten zum Einstieg, aber dann auch den drei psychologischen Faktoren, die dabei stören, gute Renditen zu machen und die einfache Lösung, wie wir das beheben können. Wichtig dabei ist, ich habe diese Informationen nicht aus seiner Hand gezogen, aus seiner Aufzeichnung gibt es natürlich auch einiges zu lesen, sondern ich habe mir von seiner Großnichte Lauren Templeton einige Informationen durchgeschaut, über 6, 7 Stunden Videos reingezogen, damit ich hier für dich die wertvollsten Tipps zusammenfassen kann. Und sie beginnt auch ihre Vorträge stets mit wichtigen Zitaten von John Templeton, die ich jetzt für dich mal aufzählen möchte. Templeton pflegte zu sagen: Hauptgrund für steigende Preise sind steigende Preise. Wenn sich dieser Trend dreht, führen sinkende Preise zu stärker sinkenden Preisen. Ja, ein klarer Trend, den wir sehen. Es gibt Übertreibung und Untertreibung, ist die Zusammenfassung, aber gehen wir direkt in das nächste Zitat. Zu kaufen, wenn andere niedergeschlagen verkaufen und zu verkaufen, wenn andere gierig kaufen, bedarf der größten Tapferkeit und zahlt am Ende die größten Gewinne. Bullenmärkte werden bei Pessimismus und gestiegener Skepsis geboren. Sie wachsen bei Optimismus heran und sterben in der Euphorie. Die Zeit des maximalen Pessimismus ist die beste Zeit zu kaufen und die Zeit des größten Optimismus ist die beste Zeit zu verkaufen. Wir sehen also schon, Templeton war ein klarer Freund von der klassischen Value-Analyse, der davon ausgeht, dass es Übertreibungen und Untertreibungen gibt und diese bis ins Letzte rauszureizen. Das ist die Aufgabe des Value-Investors, dann ein Unternehmen zu kaufen, wenn es niedergeschlagen ist, aber eben noch das starke Potenzial des Wachstums in sich trägt und dieses dann über die nächsten Jahre aussieht. Und er geht davon aus, dass die Märkte das nicht erkannt haben, aber er warnt gleichzeitig auch. Ein Investor, der die besten Antworten hat, versteht nicht einmal die Fragen. Wenn du besser sein willst als die Masse, musst du anders sein als die Masse. Und er folgt mit einer klaren Erkenntnis, nämlich dass die Menschen fragen mich immer, wo der Ausblick stark ist. Das ist aber die falsche Frage. Die richtige Frage ist, wo der Ausblick miserabel ist. Diese Themen zusammengefasst könnte man auch formulieren mit Ärger bedeuten Chancen. Wenn es richtig kritisch wird am Markt, dann soll man zugreifen, aber sich durchaus bewusst sein, dass man nie richtig liegen wird und den richtigen Zeitpunkt niemals treffen wird. Und das hat er öfter erfahren, wo er richtig große Wetten auf den Markt genommen hat, auf einzelne Unternehmen in erster Linie und diese Wetten natürlich erstmal gegen ihn liefen, um am Ende aufzugehen. Er hat den Black Monday erlebt, wo an 20% Kurseinbruch innerhalb von einem Tag geschahen. Und wie an jedem Tag machte er dann einen Spaziergang, so erzählt Lauren, wie er dann in das Büro zurückkam nach dem Spaziergang, die Händler und Analysten die Hände über den Kopf zusammenschlugen und fragten: Was sollen wir machen? Die Märkte sind 20% gefallen und du machst deinen Spaziergang. Und er sagte in diesem Moment einfach nur: Jungs, die schlechte Nachricht, wir sind in einem Bärenmarkt. Die gute Nachricht, es ist fast vorbei. Und tatsächlich hat der Dow innerhalb von 2 Jahren wieder seinen alten Höchststand erreicht. Aber Templeton mit seinen Investments genau an diesen Tagen hat es geschafft, Positionen aufzubauen, die in den nächsten Jahren über 200% Rendite im Durchschnitt erzielt haben. Er hat also bewiesen, dass er in dieser Situation recht gut einen Einstieg gefunden hat und diesen Kursrücksetzer am Black Monday und den Tagen um diesen Black Monday herum für sich nutzen konnte. Das gleiche geschah dann auch in der IT-Bubble 2000. Es war natürlich eine spannende Zeit und Sir Templeton sagte auch immer, man muss natürlich die Bullenmärkte mitreiten, man muss die Renditen mitkriegen, aber wenn die Fahnenstangen zu hoch werden, dann ist es der Zeitpunkt, eine Umkehrwette zu machen. Und tatsächlich hatte er damals viel Geld auf fallende Kurse gesetzt in dem IT-Sektor.
Und er hatte natürlich am Anfang wirkliche krasse Kosten, diese Wetten gegen den Markt im Grunde zu bedienen. Und natürlich ist es schwer vorherzusehen, wann so eine Fahnenstange zu Ende ist. Aber er ist durchgehalten und hat in dieser Phase mit einer der besten Renditen erzielt, die er je gemacht hat. Und das ist auch so als Ausgangsthema seiner Karriere bekannt geworden, dass er in dieser Phase eben nicht wie andere extrem viel Geld verloren hat, sondern sein Portfolio sehr stabil halten konnte. Und er hat diese Erkenntnis daraus genommen, dass in der Vergangenheit solche Blasen eben auch schon entstanden. Das sind nicht nur die bekannten Tulpenblasen, aber auch eben diese Technologieentwicklung. Und wir befinden uns ja heute auch in einem dieser technologisch geprägten Märkte. Künstliche Intelligenz, alles, was mit Digitalisierung zu tun haben, könnte auf einem Vorreitertum sein, der noch die nächsten Jahre wirklich zu einem richtigen Boom führt. Aber irgendwann, und das hatte er auch rückwirkend betrachtet auf die Vergangenheit, gab es zum Beispiel sowas wie die Elektrizität, die dann in die Häuser einkam. Und als Elektrizität bekannt wurde, gab es natürlich auch die ersten Gesellschaften, an denen man sich beteiligen konnte, und da wurde stark investiert. Da kamen private Gelder, die diese Unternehmen nach oben getragen haben und das Wachstum mit vorangebracht haben. Und obwohl Elektrizität eines der wichtigsten Faktoren in der Wirtschaft war und zu einem der größten Booms in der Wirtschaft geführt hat, die wir jemals gesehen haben, war es dann eben auch so, dass viele der Unternehmen irgendwann überbewertet waren. Und der Markt war irgendwann durchdrungen und so kam er auch wieder zurück. Ähnlich könnte das eben auch sein bei einer Tesla, wo wir in der Elektromobilität einen Vorreiter haben, der ohnesgleichen stark ist. Aber in Deutschland trotzdem, beziehungsweise in Europa, nur einen Marktanteil von 10% hat, weil so viele andere Player auch mitspielen wollen und irgendwann teilt sich dieser Markt auf. Und die Unternehmen, die dann extrem hoch bewertet sind, die könnten in dem Moment einen Rückfall erleiden. Und solche Trends müssen wir immer wieder erkennen. Übertreibungen und Untertreibungen werden bestehen. Die Frage ist, wieso reagieren wir in diesen Momenten falsch? Einer der Hauptgründe, warum wir falsch reagieren, ist, dass wir den Markt völlig falsch einschätzen. Uns ist nicht bewusst, dass der Markt in ein Drittel unseres Lebens im Grunde fällt. Wir haben seit 1900, also seit 120 Jahren, insgesamt etwa 125 Korrekturen gesehen in dem Markt. Das heißt, 10% fallende Märkte über eine Zeit. Wenn der Markt über 20% fällt, dann sprechen wir von so einem Bärenmarkt und da haben wir es seit 1932 Stück gesehen. Also eine unglaubliche Zeit an fallenden Märkten. Aber der gute Investor sieht eben diese Märkte als Chance. Aber die meisten Investoren haben vor diesen Zeiten Angst und halten ihre Finger weg. Und das ist, obwohl wir ja davon ausgehen, dass der Mensch ein Homo economicus ist. Das heißt, er trifft perfekte Entscheidungen und so funktioniert letzten Endes auch die kompletten mathematischen Modelle in der Finanzwelt. Wir gehen davon aus, dass die Börse normal verteilt ist. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Wir gehen davon aus, dass Renditen positiv wie negativ gleich häufig und in einer gleichen Intensität entstehen, wissen aber eigentlich, dass es falsch ist. Trotzdem basiert die gesamte Lehre darauf, dass es so wäre. Und das emotionale Spielregeln hier eine Rolle spielen, dass wir Entscheidungen treffen aufgrund von Gefühlen und viele Menschen, aber auch Profis das tun, das wird in der Mathematik und in der Statistik, in der Finanzwelt häufig missachtet. Und der Value-Investor, der sagt, der Homo economicus an der Börse besteht eben nicht. Auch wenn Computermodelle vieles tun und vieles berechnen, ist der durchschnittliche Markt trotzdem geprägt vom Menschen und der ist kein Homo economicus. Und jetzt steigen wir dann schon langsam ein in, wie wir das ganze Thema nutzen können. Denn Sir John Templeton hat selbst gemerkt, dass er mit seinem Fonds eine sehr gute Rendite machen könnte und er hat sich einen Zeitraum angeschaut, in dem er durchschnittlich 29% Rendite pro Jahr über eine gewisse Zeit gemacht hat. Und hat sich dann mal angeschaut, wie denn die Depots der Kunden performt haben. Und hat festgestellt, dass die Kunden, obwohl er 29% gemacht hat, im Schnitt nur 5% und teilweise Verluste gemacht haben. Der Grund ist einfach. Der Kunde kauft am Hochpunkt und verkauft am Tiefpunkt, wenn er die größte Angst und Panik hat. Er macht also in der Regel genau das Gegenteil vom Fondsmanager, wie er selbst, der am Tiefpunkt gekauft hat, um am Hochpunkt zu verkaufen. Das ist ja auch die große Gefahr von einem Fonds, der so abhängig ist von seinen Anlegern. Wenn wir das in unserem eigenen Fonds sehen würden, dass wir in fallenden Kursen noch Verkäufe von unseren Anlegern hätten, dann würden wir gleichzeitig in diese fallenden Kurse verkaufen müssen, statt zu kaufen, weil uns das Kapital ausgeht. Deswegen ist für mich als einer der wichtigsten Ansätze übrigens, um in Fonds zu investieren, wie gut der Fonds mit seinen Anlegern kommuniziert. Die Strategie, günstig nachzukaufen, muss in
solchen Phasen regelmäßig kommuniziert werden. Der Anleger sollte dies regelmäßig erfahren. Wir versuchen das über ein monatliches Magazin, über unsere Videos und so weiter zu machen, sodass unsere Anleger informiert sind und das Wissen haben, um auch diese Rendite zu erzielen, indem sie genau in diesen traurigen, sauren Zeiten an der Börse wieder investieren, statt dann Panik zu bekommen, ihr Geld rauszuziehen. Und so kann man gemeinsam mit einem Fondsmanager als Investor erfolgreich sein, indem alle in der breiten Masse diese Regel behelfen. Aber natürlich ist die Realität andersrum und wir sehen viele Fonds, die genau darunter scheitern. Du solltest dir also genau auswählen, wer informiert gut und wer nicht. Aber warum machen die Menschen jetzt genau diesen Fehler? Der Grund liegt in unserem Gehirn und deswegen kein Vorwurf, wenn dir sowas schon mal passiert ist. Mir ist es auch schon passiert, ohne Zweifel, dass ich genau dann, wenn es eigentlich der falsche Zeitpunkt war, eine Entscheidung getroffen habe, die ich nicht hätte machen sollen. Der Grund liegt einfach darin, dass wir normalerweise davon ausgehen, dass wir mit unserem präfrontalen Kortex denken. Also das Gehirn, was für logisches Denken zur Verfügung steht, dieser Teil unseres Gehirns, der rationale Entscheidungen trifft. Das Problem dabei ist, wir haben noch einen weiteren Bereich, wir nennen ihn Amygdala, im Inneren des Gehirns, was super schnell auf Reize von außen reagiert. Auf optische Reize hauptsächlich, aber eben auch auf akustische Reize, auf das, was wir mit unserer Haut spüren. Und diese Amygdala ist der Auslöser für den Flight or Fight Effekt. Also wir kennen das schon, der Säbelzahntiger, der kommt, wir können kämpfen oder wegrennen und haben also dann plötzlich eine gesteigerte Emotion in dieser Phase und kämpfen um unser Überleben. Und diese Amygdala ist immer noch aktiv in uns, sie ist immer noch bestehend und sie sorgt dafür, dass wir in solchen Situationen der Panik reagieren. Wie können wir es verhindern? Nun, Sir John Templeton, und die Geschichte hat Lauren erklärt, der, als er in die Bahamas gezogen ist, um im Alter ein etwas schöneres Leben zu führen, dort sagt er, hat er teilweise die besseren Anlageentscheidungen getroffen als vorher. Und als sie ihn fragte, warum, sagt er, weil ich die Wirtschaftszeitung 2-3 Tage später erhalten habe. Wer also schnell auf Nachrichten reagiert, der ist in Gefahr, dass er auch seine Amygdala anspricht und schnelle emotionale Entscheidungen trifft, statt rational zu handeln. Und gerade heute, wo wir Börsennachrichten sehen, wo im Hintergrund noch eine kritische, spannende Musik läuft, wo uns wirklich Aufmerksamkeit von uns gezogen wird und einen vollen Fokus auf die schlechten Nachrichten zu geben, statt beide Seiten der Medaille zu betrachten. Also achte darauf, dass du jede Nachricht mit Abstand genießt und dementsprechend dich nicht in eine schnelle Entscheidung drängen lässt. Aber wir haben noch festgestellt, dass es verschiedene andere Punkte gibt, die genau davon auch geprägt sind. Und eins davon ist der gefundene Geldeffekt. Der gefundene Geldeffekt oder Found Money Effekt, der besteht und den beobachtete man in erster Linie bei Leuten, die Casinos besuchen gehen. Man kommt zum Beispiel mit 10.000 Euro ins Casino als vermögender Mensch und macht dann 1.000 Euro Gewinn. Dieses 1.000 Euro, und das kennen wir, werden gefühlt in eine andere Tasche gesteckt als die 10.000 Euro, die wir vorher hatten. Und das ist ab jetzt unser Spielgeld. An der Börse kennen wir das auch. Da reden viele immer von dem Geld, was sie langfristig anlegen und von dem Spielgeld. Und mit diesem Spielgeld, mit dem gehen wir gerne offener und freier um und mit dem sind wir bereits höheres Risiko einzugehen. In Las Vegas und anderen Städten mit Casino geprägten Einrichtungen, da sehen wir immer wieder Shopping Malls und ähnliches, wo die Leute dann dieses Geld tatsächlich auf den Kopf hauen, obwohl sie vorher gar nicht vorhatten, etwas auszugeben. Und so kann es auch zu diesen Übertreibungen an der Börse führen, wo Leute mit dem Geld, was sie gewonnen haben, die Kurse noch weiter nach oben treiben, ohne sich dabei schlecht zu fühlen. Ein weiterer Grund für die massive Ausdehnung von verschiedenen Kursen in einzelnen Aktien liegt dann in dem Lotterieeffekt beziehungsweise vielmehr in der Illusion der Kontrolle. Und da hat Lauren eine tolle Studie präsentiert, bei der man eine Lotterie in einem neuen Bundesstaat eröffnet hat. Man hat sich ein Los gekauft mit verschiedenen Zahlen drauf und dieses Los hat man dann eingelöst und wenn man gewonnen hat, hat man seine Million gemacht. Das Problem ist, es hat keiner mitgespielt. Und erst als man das System umgestellt hat, dass man seine eigenen Zahlen ankreuzen kann, so wie wir es ja auch in Deutschland in der Lotterie heute kennen, da haben die Leute plötzlich zugegriffen, weil sie selber die Hebel in der Hand hatten. Die Illusion der Kontrolle haben wir auch an der Börse. Wenn wir selber Entscheidungen treffen
und die dann auch gut gehen oder schlecht gehen, dann haben wir am Ende das Gefühl, wir haben die Macht gehabt. Wenn es besonders gut geht, dann kommt automatisch auch der typische Daytrader-Effekt, wo wir sagen, wir sind unsterblich, wir sind stark und ich bin der Beste an der Börse. Und jeder, der mal schnelles Geld gemacht hat an der Börse, der weiß genau, wovon ich spreche. Und ein weiterer Punkt ist dann natürlich das ganze Thema Social Proof und Herdentrieb. Wir sehen das immer wieder, wenn andere Menschen es auch tun, wenn wir gemeinsam vorgehen, dann werden wir auch erfolgreich sein. Und heute sind das eben die sozialen Medien, die anderen YouTuber, die über konkrete Aktien sprechen, was ich genau deswegen nicht tue, und über die Möglichkeiten dann gemeinsam zu investieren, wo Aktien von Unternehmen, die nahezu pleite sind, nach oben getrieben werden und dann einige Menschen Geld verdienen und andere richtig heftig verlieren. Aber der Effekt des Herdentriebs, der wird bestehen bleiben und ist einer der drei Komponenten damit insgesamt, die dafür sorgen, dass wir in Summe mehr Risiko eingehen, als wir es eigentlich müssten, und Übertreibung mit investieren, statt es sein zu lassen. Und wenn wir davon ausbrechen, dann haben wir eine große Chance zu gewinnen. Und tatsächlich zeigt hier Mr. Market in Action, dieser schöne Chart, einen durchschnittlichen Wert von den Unternehmen eines Indizes und dann den tatsächlichen Aktienkurs, wie sie darum herlaufen. Und es hat sich gezeigt in dieser Studie, dass die Schwankungsbreite, die Volatilität des Aktienmarktes etwa 14 Mal höher ist als die Schwankung der Unternehmenswerte. Das ist ja auch klar, wenn eine Aktie von heute auf morgen 5% steigt und übermorgen wieder 5% fällt, hat sich der Unternehmenswert überhaupt nicht geändert. Aber die Aktien schwanken drumherum. Und das ist das beste Zeichen dafür, dass Value Investing, dass es funktioniert, dass es Übertreibung gibt, dass es Untertreibung gibt und wir eher an diesen Untertreibungen Geld verdienen werden, indem wir dann auf diese steigenden Kurse setzen. Die Suche nach einzelnen Unternehmen in diesem unterbewerteten Bereich, das liegt bei uns als Investoren. Und ich hoffe, wir schaffen das gemeinsam, auch solche Unternehmen zu finden. Auf diesem Kanal gebe ich immer wieder die Ideen mit, wie man denn auf solche Werte kommen kann. Und ihr auch in der Kommunikation, in den Kommentaren, tauscht euch ja aus über gewisse Aktien bei diesen Themen, wo es auch passt. Und das macht mir Spaß, das macht hoffentlich euch Spaß. Und dementsprechend freue ich mich auch, wenn wir uns als Abonnent bei einem dieser Videos hier gleich wiedersehen. Alles Gute und bis ganz bald, dein Gero.